Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Carrion. Neuer Tag, neue Aufnahmestation. Mal schauen, ob wir es heute schaffen werden. Leider konnte ich ja beim letzten Mal nicht speichern, weil ich da ja eingesperrt war in diesem Raum. Auf jeden Fall habe ich noch was gesehen. Wir können irgendwie hier diese Dinge hier eigentlich hinausschmeißen, so hinausreißen. Irgendwie. Nur brauchen wir, glaube ich, mehr Masse dafür. Ja, mal schauen, ob wir da irgendwie irgendwo hinkommen. Leider weiß ich gerade nicht mehr, ob wir hier schon mal waren. Tot. Ja, ich glaube, ich bin tot. Fängt ja gut an. Ich möchte kurz schauen, ob ich irgendwo was einsammeln kann an Masse. Wahrscheinlich haben wir hier nirgendwo etwas. Könntest du bitte? Alter, da reingehen. Ernsthaft. So. Und jetzt muss ich wieder irgendwie anders raus. Wir können ja hier Biomasse aufnehmen. Jetzt mal schauen, werden wir da wirklich größer. Also halb. Alter, jetzt habe ich schon wieder den scheiß Knopf gedrückt. Diese Schalte. Und bin schon wieder fast tot. Junge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir hier schon waren. Oder nicht. Na gut, jetzt habe ich zu wenig Biomasse. Um überhaupt irgendwas zu machen. Kann ich doppelte Biomasse auch nehmen?
Schicht nur einmal. Sieht so aus. Okay. Dann mal schauen, ob wir da jetzt weiterkommen. Nice, jetzt bin ich ja wieder hier. Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Kraftwerk. Eigentlich wollte ich ja schauen, ob ich irgendwo was finde, wie es da weitergeht. Weil ich keine Ahnung habe. Wie das da funktionieren soll. Links geht es auch nicht weit, so viel ich weiß. Und hier können wir nur Biomasse platzieren. Jetzt sind wir einfach wieder hier eingesperrt. Ich mach noch mal kurz eine Pause, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendwie weiß, wie es hier weitergeht. Alright, da bin ich wieder. Ja, die Lösung ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man daran denkt. Ich gehe mal kurz hier rüber. Wir können ja Leute mind controllen und Leichen. Mit Leichen geht das ja auch. Und ja, sorry, ich bin echt doof. Man kann einfach mit diesem Typen hier runtersteigen, die Tür öffnen. Wenn man vielleicht auch das Ganze in der richtigen Reihenfolge machen würde. Kurz mal hier den Schalter betätigen. Hallo. Dann wieder rüber. Da runter. Nochmals Mind Control. Dann den Schalter betätigen. Dann kommt das Wasser hoch. Und wir können weiter. Alter. Daran habe ich gar nicht gedacht. Was? Wir das ja auch so machen könnten. Wow. Die Lösung wäre so einfach. Oh Mann. Naja. Wenigstens geht's jetzt weiter. Das dritte Tor öffnet sich. Scheiß Drohnen immer.
Okay. Können wir das Geschütz... Das Geschütz ausschalten geht nicht. Oh no. Hätte es anders machen müssen. Egal. Und jetzt haben wir hier noch was Neues. Harpagoro. Wer schießt einen zerstörerischen Wirbel fleischiger Harpunen, kann Gegenstände beim Zurückziehen der Tentakel ziehen. Okay, nice. Jetzt können wir das endlich öffnen. Gut. Jetzt wieder runter. Unser Zeugs holen. Alter, sind die riesig. Hoch oder runter? Natürlich so riesig sind. No! Ach, shit. Gehen wir überall rein, nur nicht da, wo wir eigentlich wollen. Und jetzt können wir hier durch. Kurz speichern und die Biomasse ausbreiten. Dann soll sich das dritte, ne, vierte Tor öffnen. Das ist ja gut. Lang. Vorsicht, Gefahr durch Strahlung. Alter. Junge, unbändig ist das Teil. Okay, was passiert jetzt? Was ist denn das? Hirn einfügen. Okay. Ist es gut? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Hört sich ehrlich gesagt nicht so gut an. Okay, dann gäbe es ja hier auch irgendwo einen Kern. Wahrscheinlich. Speichern mal kurz.
mir aber gar nichts. Das Zeug durch die... diese kleinen Gänge quetscht. Okay, hier gibt's noch einen Kern. Sieht zwar gar nichts, aber ist egal. Gib mir den. Und dann gehen wir wieder zurück. Hier. Und dann öffnet sich wahrscheinlich das Tor hier. Nice. Und wir gehen hinein. Strahlend. Kernkraftwerk. 100% und wieder 66% durchbrochen. Was auch immer dieses Durchbrochen ja eben heißt. I don't fucking know. Da geht's nicht lang. Jetzt ist die Frage, wo geht's als nächstes hin? Was müssen wir als nächstes tun? Vielleicht da rein. Okay. Gepanzerte Kriegsführung. Das ist jetzt bloß der Ausweg. Warte kurz. Biomasse ablegen. Nee. Zweite. Ganz normales Verhalten hier. Autsch. Was? Wie soll denn das gehen? Junge, Junge. Okay, jetzt mache ich gerade alles kaputt. Egal. Wait, bevor ich das mache, speichere ich kurz, damit ich das nicht nochmals machen muss.
können uns hier durchquetschen. Okay, dann öffnet sich das Tor. Es geht, glaube ich, nach unten, nach rechts. Hier können wir nicht durch, solange wir so riesig sind. Ja, das hier ist offen. Ich muss echt sagen, das Ding ist irgendwie unbändbar. Wenn es so riesig ist. Das stimmt sehr schwierig. Da gibt's ein scheiß Geschütz. Okay, das ist ein Aufzug. Wieso soll ich jetzt hier Biomasse ablegen? Das Geschütz ist aus, das ist gut. Dann... geht's hier nirgends lang. Und dann geht's halt vorerst wieder zurück. Kurz mal speichern wieder. War ich da schon drin? Ja. Okay, ich sehe, glaube ich, was man machen muss. Wir müssen Biomasse ablegen da unten. Dann als kleines Vieh zurückkommen. Um dann dieser Harpune da auszuweichen. So sind wir viel geschwinder.
so sollten wir das vielleicht auch schaffen. Oder auch nicht. Vielleicht ist es schlauer, oben lang zu gehen und dann durch den... durch... Ah, ich kann mich ja unsichtbar machen, ich Vollidiot. Wo ging's lang? Da unten, glaube ich, ja. Ich kann mich ja unsichtbar machen. Habe ich ganz vergessen. Oder? Ja. Hä? Das geht nicht? Okay, schade. Ich dachte, ich könnte es austricksen. Das geht nicht, wenn man als flüssige Form da ist. Mies. Ich speichere noch ganz kurz, weil sonst muss ich den ganzen Weg immer und immer wieder machen. Und ja, so nehmen wir wieder zu. Ach, shit. Hier konnte man nichts machen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.